Herzlich willkommen an alle zum heutigen Webseminar. Unser Thema ist heute die digitale Präsenz. Ich zeige Ihnen, wie Sie die digitale Präsenz verbessern können, unter anderem den Google My Business Eintrag, Homepage und die Buchungsplattformen. Am Anfang eine kurze Vorstellung, vielleicht auch für die, die uns noch nicht kennen. Wir sind der Online-Buchungsservice, Ansprechpartner und Experten im Bereich Online-Vertrieb, Online-Buchung. Und mein Name ist Melanie Weißmeier. Gerne am Anfang kurz ein paar Funktionen, die Sie als Teilnehmer nutzen können. Sie sehen im unteren Bereich Ihres Bildschirmrandes einmal Hand erheben. Sie können gern Zustimmung ausdrücken, indem Sie Hand erheben klicken. Wichtiger vielleicht noch rechts daneben F und A. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen zur Thematik. Meine Kollegin Frau Weber wird diese im Hintergrund beantworten. Sie können auch gern erst zuhören und im Nachgang noch Fragen stellen. Ich lasse das Ganze noch kurz offen, nachdem wir durchs Thema sind. Wenn Sie auf F und A klicken, öffnet sich dieses Fenster. Sie haben dann ganz einfach die Möglichkeit, im unteren Bereich Ihre Frage einzutippen und zu senden. Entweder ganz normal mit Ihrem Namen, wenn Sie Ihren Namen nicht mit anzeigen lassen möchten, gern unten links das Häkchen bei Anonym senden setzen, bevor Sie das Ganze senden. So, dann können wir auch schon gemeinsam ins Thema einsteigen. Und zwar erstmal, wie sucht und bucht denn der Gast überhaupt im Internet? Also, man kann das Ganze in fünf Phasen einteilen. Es geht hier los mit der ersten Phase. Natürlich sucht der Gast sich erstmal irgendwo Inspiration, informiert sich, er weiß vielleicht noch gar nicht, wo soll es hingehen, was möchte ich in meinem Urlaub denn machen. Sobald die erste Phase abgeschlossen ist und der Gast sich ein Ziel ausgesucht hat, geht's in die Phase 2, sucht und bucht. Also natürlich zum einen die Unterkunft. Das ist natürlich für uns wichtig. Darauf konzentrieren wir uns. Aber natürlich auch vielleicht irgendwelche Ausflüge etc. Die Phase 2 ist natürlich ausschlaggebend für uns, weil der Gast natürlich bei der Suche mich nur buchen kann, zum einen, wenn er mich findet und zum anderen natürlich, wenn mein Online-Auftritt den Gast überzeugt. Vollständigkeitshalber noch kurz die letzten drei Phasen, also Phase 3 natürlich, das ist dann bei Ihnen vor Ort. Der Gast verreist und erlebt. Phase 4, der Gast reflektiert seinen Urlaub, wie war es, was war gut, was war schlecht, gibt auch eventuell Bewertungen ab. Und bei der Phase 5, der Gast erinnert sich und hoffentlich positiv, so dass er auch wiederkommt. Wie schon gesagt, Phase 2, das ist die Phase, mit der sich auch das heutige Thema beschäftigt. 70% der Gäste informieren sich online nach der Suche, wenn sie eine Unterkunft suchen. Das heißt, wenn sie online nicht präsent sind oder die Online-Präsenz sehr schlecht ist, rutschen Sie bei 70% der Gäste im Vornherein schon mal durch. Man kann sich vorstellen, dass die Auswahl im Online-Reisemarkt sehr groß ist. Also natürlich von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. In der einen Region gibt es ganz, ganz viele Unterkünfte, in der anderen vielleicht weniger. Aber man kann sich das selber ja auch mal ansehen, wenn Sie einfach mal selber eine Suchanfrage auf irgendeinem Portal oder auch einfach nur bei Google durchführen. Unterkunft und ihren Ort, wie groß eigentlich die Konkurrenz ist und was denn da als erstes erscheint. Gerade bei Google kann man immer ganz gut sehen, natürlich die Gastgeber, die da in den ersten Suchergebnissen scheinen, die haben ihre digitale Präsenz da schon sehr hoch und das ist natürlich das Ziel. Weil man kann sich vorstellen, umso größer die Konkurrenz, umso höher ist der Stellenwert natürlich, dass ich digital präsent bin. Wir schauen uns jetzt ein paar Möglichkeiten an, wie man die digitale Präsenz verbessern kann. Vielleicht der ein oder andere nutzt vielleicht die Dinge schon, aber vielleicht auch noch ein paar Sachen dabei, die Sie noch nicht nutzen, wo Sie sagen, okay, da könnte ich das Ganze noch verbessern. Und wir steigen ein mit dem Google My Business Eintrag.
Ist eine Sache, wo wir oft feststellen, dass es ganz viele Gastgeber leider noch nicht nutzen, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, mit der Erstellung und der Verwaltung. Was ist das Ganze? Das ist eine kostenlose Dienstleistung von Google, um halt die Webpräsenz eines Unternehmens zu verwalten. Sie haben bestimmt alle schon mal so einen Google My Business Eintrag gesehen, auch wenn es vielleicht nicht Ihr eigener war. Und zwar, wenn Sie vielleicht selber mal im Urlaub nach Ihrem Hotel oder nach einem Restaurant einfach gegoogelt haben, erscheint auf der rechten Seite bei den Suchergebnissen so ein kleines Fenster. Ich habe auch gleich noch ein Beispiel dabei. Das ist halt auch der große Vorteil, dass bei einer Suchanfrage, bei dem schon Ihr Unterkunftsname mit dabei ist, schon eben dieses Fenster angezeigt wird, in dem der Gast gleich auf den ersten Blick wichtige Informationen zu Ihrer Unterkunft einsehen kann. Zudem erscheint die Unterkunft, sobald es einen Google My Business Eintrag gibt, auch mit so einem PIN auf Google Maps. Wie kommen Sie zu so einem Google My Business Eintrag? Wichtig, Sie brauchen erstmal ein Google-Konto, wenn Sie noch keins haben. Da können Sie sich aber ganz einfach, wenn Sie mal auf Google gehen, in Ihrem Webbrowser kann man sich da ganz einfach anmelden. Entweder hier quasi mit Mailadresse, Passwort, das Sie schon haben. Und Sie sehen auch dann beim rechten Bild links unten Konto erstellen. Das heißt, wenn Sie noch kein Konto bei Google haben, können Sie das hier ganz einfach anlegen. Das ist mal so die Voraussetzung, damit Sie Ihren Google My Business Eintrag auch anlegen können. Wenn Sie in Ihrem Google-Konto sind, dann sehen Sie hier oben, wenn Sie das Menü öffnen, den My Business Eintrag. Das ist der Bereich, um den es quasi geht. Ein Beispiel. Jetzt, spätestens jetzt wissen Sie alle, wovon wir sprechen, haben bestimmt jeder schon mal gesehen. Das ist ein Eintrag. Sie sehen oben links Fotos. Rechts ist, wie eben schon erwähnt, dieser PIN von Google Maps. Sie sehen der rote PIN. Das heißt, der ist dann auch gleich bezeichnet. Google erkennt dann gleich, okay, an der Adresse liegt die Unterkunft. Wir setzen da einen PIN bei Google Maps. Ist natürlich nicht nur für die Gäste gut, die noch auf der Suche nach einer Unterkunft sind, um sich zu orientieren, ist das Ausflugsziel, das ich besuchen will, in der Nähe. Ist natürlich auch gut für die Gäste, die dann gebucht haben, weil die direkt über ihren Google My Business Eintrag sie sehen unten sich eine Route anzeigen können und so gut zu ihnen finden. Was der Google-Eintrag noch alles bietet, ist einmal die Google-Rezension. Das heißt, Gäste haben nicht nur Möglichkeit, in einem Buchungsportal abzustimmen, beziehungsweise für sie zu bewerten, sondern das Ganze auch bei Google. Hat natürlich den großen Vorteil, dass die Bewertungen hier zentral für alle Gäste einsehbar sind. Wenn zum Beispiel ein Gast über ein bestimmtes Portal einbucht und danach eine Bewertung abgibt, ist das natürlich schon mal super. Wenn aber ein anderer Gast Sie über ein anderes Portal findet, sieht er ja die Bewertung vielleicht von Booking.com gar nicht, wenn er dann auf Airbnb bucht beispielsweise. Das heißt, Sie haben hier immer die Möglichkeit, das alles zentral zu sammeln, wenn Sie zum Beispiel Ihre Gäste bitten, sie auch auf Google zu bewerten. Und dann können Sie alle unterschiedlichsten Gäste, die vielleicht bei Ihnen privat gebucht hat und alle Gäste von allen Portalen auch auf Google bewerten lassen und hier einfach den Querschnitt erreichen. Natürlich, wie gerade schon gesagt, Adresse, Telefonnummer. Und wenn Sie auf Ihrer Website etc. also eine Buchungsmöglichkeit haben, hat der Gast sogar hier die Möglichkeit, auch über den Google My Business Eintrag hier zu gucken, ob sie vielleicht frei sind. Das heißt, Google schafft es, sich das zu ziehen von den Verfügbarkeiten her, wenn die Website hinterlegt ist. Wie erstellen Sie jetzt Ihren Eintrag? Also wie gerade schon gesagt, Sie erstellen sich zunächst mal ein Konto bei Google und wählen im Menü dann den Google My Business Eintrag. Dann werden natürlich Daten von Ihnen abgefragt. Zum einen Ihren Unterkunftsname und die Kategorie. Achten Sie darauf, dass Sie am besten, gerade wenn Sie schon über uns buchbar sind, dass der Unterkunftsname identisch ist, dass auch die Gäste das natürlich kombinieren können.
dann Ihre Adresse und Kontaktdaten, wichtig auch Ihre Website. Das heißt, gerade auch wenn Sie Ihre Website erst neu erstellt haben oder auch zum Beispiel eine Website über uns nutzen bei den Gastgebern, wo das möglich ist vom Pflegesystem her, hinterlegen Sie bei Ihrem Google My Business Eintrag, dann haben Sie automatisch eine höhere Reichweite für Ihre Website erzielt. Das ist ja oft nicht so einfach, wenn die neu erstellt ist, weil die dann bei Google ganz, ganz unten erscheint. Verknüpfen Sie sie mit Ihrem Eintrag und dann hat der Gastgeber immer gleich, hat der Gast immer gleich die Möglichkeit, auf Ihre Website zuzugreifen, weil Ihr Google My Business Eintrag ja in den Suchergebnissen ganz oben mit angezeigt wird. Dann gibt es vertiefende Elemente, was natürlich immer zu empfehlen ist. Hinterlegen Sie auch Fotos von Ihrer Unterkunft, bitten Sie um Rezensionen bei den Gästen. Und man kann sogar eine Beschreibung mit hinterlegen. Die Daten haben Sie ja, die meisten von Ihnen bestimmt zusammen. Nutzen Sie einfach Beschreibungen aus Ihrem Pflegesystem. Das ist gar kein Problem. Man sieht es jetzt hier nochmal rechts. Rezensionen. Der Gast kann Fragen und Antworten stellen. Das heißt, der Gast hätte die Möglichkeit, wenn er jetzt noch nicht gebucht hat, hat eine Frage an Sie, sogar das über Google Map, Google, über den Google My Business Eintrag an Sie zu stellen. Sie können das natürlich dann beantworten. Und unten sehen Sie jetzt, man kann hier eine Beschreibung hinterlegen. Natürlich, da sind Sie frei, wie viel Sie da direkt auf Google mit preisgeben wollen. Aber es empfiehlt sich natürlich, den Google My Business Eintrag so aussagekräftig wie möglich zu gestalten. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die eigene Homepage. Gerade schon kurz angeschnitten, im Google My Business Eintrag kann man die auch mit verlinken. Wichtig ist, drei so Schlagwörter, wo man sich vielleicht beim Kopf behalten kann und auch mal über die eigene Homepage drüber fliegen kann. Die Aktualität. Also achten Sie darauf, dass Sie auf Ihrer Website nicht irgendwelche veralteten Informationen oder irgendwelche Ankündigungen von Veranstaltungen etc. bei Ihnen in der Unterkunft oder vor Ort haben. Erweckt bei einem Besucher von der Homepage immer ein bisschen, dass vielleicht auch andere Informationen nicht mehr aktuell sind. Also achten Sie darauf, natürlich vollständig und die Informationen sollten auch immer richtig sein. Man kann sagen, so eine Website ist eigentlich das Aushängeschild von einem Betrieb im Internet. Und es gibt schon viele Gäste, die auch, wenn sie sie auf einer Plattform finden, sich dann auf die Suche machen, gibt es vielleicht da eine Homepage, weil man ja trotzdem auf der Homepage mehr Möglichkeiten hat. Man ist ja auf den Portalen immer ein bisschen eingeschränkt, was kann ich preisgeben? Und Ihre eigene Homepage können Sie halt einfach viel persönlicher gestalten. Sei das von Farben oder ich kann vielmehr das Motto von meiner Unterkunft oder was macht mich wirklich aus, hier präsentieren. Und man kann eben den Gästen somit einen Rundumblick nochmal bieten und vor allem eine Ausgabe von Angeboten, Informationen geben, die ich vielleicht so auf dem Buchungsportal nicht mit angeben kann. Das vielleicht ist es momentan bei Ihnen in der Region, gibt es irgendwas Besonderes oder Sie bieten Ihren Gästen vor Ort noch was an, irgendwie was zugebucht werden kann. Das können Sie einfach auf Ihrer Homepage schnell und übersichtlich darstellen, um auch bestehenden und potenziellen Gästen einen Überblick zu geben. Weil auch wenn ein Gast vielleicht bei Ihnen schon eingebucht hat und findet auf Ihrer Homepage dann noch ein paar interessante Informationen oder vielleicht auch noch detailliertere Informationen zu Ausflugszielen etc., ist das natürlich immer spitze. Genau wie schon gesagt, also unbedingt aktuell halten. Das heißt, wenn Sie irgendwas ankündigen, dann denken Sie auch daran, die Ankündigung, nachdem die Veranstaltung etc. wiederum ist, wieder rauszunehmen. Ein Punkt, was auch immer wichtiger wird und was wir Ihnen ans Herz legen würden, ist auch die Buchungsmöglichkeit auf der eigenen Homepage. Es gibt ganz viele Gastgeber, die noch so Anfragemodule nutzen. Das heißt, der Gast hat die Möglichkeit, Ihnen da über Ihre Homepage eine Nachricht zukommen zu lassen. Man macht halt immer mehr die Erfahrung, was ja mittlerweile kein Geheimnis mehr ist, dass Gäste nicht unbedingt warten möchten auf ihre Rückmeldung, ob sie denn noch was frei haben, sondern einfach gern, wenn sie was gefunden haben, was ihnen gefällt, auch einbuchen möchten.
Deswegen, wenn Sie das Ganze noch nicht nutzen, wir bieten auch einen Buchungslink an, den Sie auf Ihrer Homepage integrieren können. Das heißt, Sie können alle Daten, das heißt Preise, Verfügbarkeiten, was in Ihrem Pflegesystem ist, auch so auf Ihrer Homepage ausspielen lassen, weil Sie müssen Ihren Kalender ja sowieso aktuell halten. Wieso soll ich denn nicht den Gästen, die auf meine eigene Homepage kommen, auch den Luxus in Anführungszeichen bieten, direkt in Echtzeit einsehen zu können, wann bei Ihnen denn noch frei ist und auch das Ganze buchen zu können? Das ist kein Anfragemodul, das ist an der Stelle ganz wichtig. Also ein Gast kann über dieses Homepage-Modul dann direkt einbuchen. Natürlich einerseits Informationsmittel, er kann gucken, wann ist denn bei Ihnen noch frei, weil der Kalender einfach die Verfügbarkeiten anzeigt. Im nächsten Schritt kann er aber auch direkt einbuchen. Das heißt, wie ein Gast auch auf einem Buchungsportal einbuchen kann, kann dann auch über Ihre direkte Homepage gebucht werden. Vorteil: der Provisionssatz ist geringer als bei den großen Buchungsportalen. Und Sie haben die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel ein Gast Sie auf Ihrer eigenen Homepage findet und er kann da nicht einbuchen, ist der Erfahrungswert oft, dass der Gast Sie dann auf dem Buchungsportal bucht und dort dann einbucht. Das heißt, er wählt trotzdem die Online-Buchung, aber halt nicht über Ihre eigene Homepage. Das ist in dem Fall auch wichtig, es ist tatsächlich der zweitstärkste Buchungskanal. Also wir haben ja Statistiken und es gibt natürlich große Buchungsplattformen, die da immer der Spitzenreiter sind. Aber tatsächlich im Gesamtwert der ganzen Buchungen, die eingehen, ist tatsächlich die eigene Homepage der zweitstärkste Buchungskanal. Sollte man vielleicht so gar nicht meinen, aber ist tatsächlich sehr wichtig. Das heißt, wenn Sie das noch nicht nutzen, hier ein kleines Beispiel, wie man sich das vorstellen kann. Das heißt, der Gast kann ganz normale Suchanfrage stellen, wie auch übers Portal und kann sich hier, wie Sie schon sehen, bei jeder Kategorie anzeigen lassen, wann ist noch verfügbar und kann das Ganze dann auch einbuchen. Sie haben auch den großen Vorteil, dass das auch responsive ist. Das heißt, es passt sich dem Browserfenster an. Viele Gäste buchen ja mittlerweile auch einfach übers Mobiltelefon von unterwegs oder auch von zu Hause auf dem Sofa. Das heißt, es passt sich an. Es ist nicht für den Gast umständlich. Er muss das wieder alles verkleinern und gucken, dass er es überhaupt am Handy sieht. Das heißt, auch vom Mobiltelefon super zu buchen. Genau, Vorteile haben wir jetzt auch schon gehabt. Bisschen zusammengefasst nochmal. Also, der sieht wirklich alle Ihre Einheiten. Auch nochmal Infos zu den einzelnen Kategorien. Das heißt, auch Fotos, Beschreibungstexte etc. aus Ihrem Pflegesystem. Man kann auch mehrere Einheiten einbuchen. Also, er kann auch 5 Zimmer einbuchen, wenn die frei sind. Genau, die Abfrage in Echtzeit. Und natürlich auch alle Informationen, Anreisemöglichkeiten etc. Großer Vorteil für Sie, der Gast erhält auch hier automatisch die Buchungsbestätigungen und Sie auch. Also der Aufwand ist hier auch dann geringer, als wenn Sie über eine Anfrage, über Ihre Homepage nochmal Buchungsbestätigung etc. raussenden müssen. Aber wie gesagt, wenn da Bedarf an genauerer Information besteht, dann können Sie sich gerne direkt bei uns melden und dann können wir besprechen, ob das für Sie in Frage kommt. Genau, der letzte Punkt, der natürlich bei der digitalen Präsenz auch nicht fehlen darf, sind die Buchungsplattformen. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen die auch schon nutzen, vielleicht vereinzelt, vielleicht auch das ganze Vertriebsnetzwerk. Man muss natürlich sagen, es gibt Portale, die natürlich hier recht stark sind am Markt und es gibt kleinere Portale. Da Sie aber natürlich Ihre Daten sowieso im System hinterlegen müssen, ist es natürlich immer empfehlenswert, einfach so viele Portale zu nutzen, wie es geht. Jeder Gast hat so seine Präferenzen, wo er bucht. Und wenn natürlich jetzt über ein kleines Portal mal nur vereinzelt Buchungen reinkommen, ist das ja für Sie nicht schlimm. Sie haben keinen Mehraufwand und wieso nicht die einzelnen Buchungen mitnehmen? Und natürlich auch auf umso mehr Buchungsplattformen Sie erscheinen, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im
in Google-Abfragen ankommen. Also der Algorithmus ist ja so, umso öfter das irgendwo erwähnt ist, umso wichtiger erscheint es und dann erscheinen sie natürlich da auch eher. Genau, also sie können mehr Gäste erreichen und ihre Sichtbarkeit im Netz wird einfach auch dadurch erhöht. Genau, nochmal Überblick, Vertriebsnetzwerk von uns. Auch hier, wenn Sie merken oder sich gar nicht sicher bin, wo bin ich überhaupt überall buchbar, gibt es vielleicht noch mehr Möglichkeiten, die ich gerade gar nicht nutze. Auch da gerne jederzeit einfach bei uns nachfragen. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Support können Ihnen da gerne Übersicht schicken, wo sind Sie buchbar oder Übersicht schicken, was gibt es alles. Vielleicht ist ja das ein oder andere Portal, wo Sie noch gar nicht so am Schirm haben, aber wo Sie sagen, okay, da könnten wir uns eigentlich auch zeigen. Also da können wir gerne jederzeit drüber schauen mit Ihnen, wenn Sie da sich unsicher sind, ob Sie das schon ausnutzen. Natürlich, wir haben am Anfang schon gesagt, die Phase 2, wir hatten Suchen und Buchen. Natürlich, erster Schritt schon mal wichtig, der Gast muss sie überhaupt finden. Dann ist aber natürlich auch wichtig, wenn er sie gefunden hat, dass natürlich die Informationen in ihrem Eintrag für den Gast natürlich so ausschlaggebend sind, dass er sie auch bucht. Das sind natürlich die ganzen Sachen wie Beschreibungstexte, Fotos. Natürlich ist auch der Preis ausschlaggebend, Bewertungen ausschlaggebend. Das heißt, bloß zuletzt nochmal ein kleiner Anstoß. Optimieren Sie vielleicht mal die Inhalte Ihres Online-Auftritts. Schauen Sie mal, kann man Beschreibungstexte verbessern, kann man Fotos verbessern. Sie haben ja bei uns, wer es noch nicht kennt, auf dem YouTube-Kanal alle Webseminare auch aus der Vergangenheit. Da gibt es ganz viele schöne Tipps für diese ganzen Dinge, wie Sie Ihren Eintrag auch nochmal optimieren können. Das ist natürlich wichtig. Das heißt, man muss nicht nur online präsent sein, sondern natürlich auch ein positives Bild vermitteln online.